Kirby Time, yeah, yeah, ich kann fliegen. Hi, guck mal, da ist ein Vulkan. Was kann ich in dem Vulkan nehmen? Okay, erstes Level. Ja, wird mal wieder Zeit zu zocken. Guten alten Kirby und so. Hab jetzt auch die Speed-Taste rausgenommen, ne? Also, als ich immer so auszusehen vorgespult habe, wie so ein Bescheuerter. Das kann mir jetzt nicht mehr passieren, weil ich die Taste jetzt, glaube ich, umgelegt habe. Ich weiß gar nicht mal mehr wohin. Scheiße. Auf jeden Fall komme ich nicht mehr so leicht daran. Oh, scheiße, das Ding ist noch explodiert. Okay, also schön mein Schirm wieder. Die Viecher am besten immer aus Distanz kennen, weil die nämlich noch voll dick explodieren. Bam. Oh, fuck, Alter, wie lange hält so eine Explosion? Es war so fies. So, warten, warten, warten. Jetzt darf ich los. Nein, das war eine Maxi-Tomate. Wieso hatte der Typ eine Maxi-Tomate dabei? Ich habe die zerstört. Was? Keine Maxi-Tomate für mich. Okay, dann nicht. Warte, da fliege ich schon lieber. Okay, da muss ich irgendwie durch. Oh, das war knapp. Aber an sich, wenn ich immer oben lang gehe, ich glaube, die wollen immer, dass ich dazwischen oder sowas springe, aber wieso sollte ich nicht oben lang gehen? No. Ach, dann gib mir halt deine Fähigkeit. Kann ich das nicht steuern? Kann ich das Teil nicht? Kann einfach nur stur schießen, aber damit kann ich auch den hier runterwerfen. Ach ja, das sind die Steine, die immer so abbröckeln, genau. Einfach durch dieses Parcours hier und dann mal hier rein. Oh, ein Boss. Dich mache ich fertig. Wow, den mache ich echt fertig. Oh, fuck, er macht mich fertig. Nein, er macht mich nicht fertig, sondern ich ihn. Bam, 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 bam. Der hat gar keine Chance, weil er sich kaum fortbewegen kann. So. Geh weg. Und es ist Mr. Hamster. Coole Sache. Ah, die Kacke ist natürlich, ich kann jetzt wieder nicht fliegen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Typen mag oder nicht. Er hat seine Vor- und Nachteile. Das ist das Problem. Bam! Scheiße, ich darf hier nicht auf die Gegner draufspringen. Ich vergesse das immer. Nein! Okay, weil ich ihn in der Luft ausgespuckt habe, ist er nicht weiter nach vorne gegangen und ich bin tot. Seht ihr, dieses Viech bringt mir nur Ärger. Der bringt mir nur Ärger. Ich sterbe wegen dem immer. Ich will lieber die Eule oder sowas haben. Die ist viel nützlicher. Oh, fick dich doch. So, hier lang. Wieso ist das hier immer so? Hier sind voll die Sachen versteckt und so. Hier auch. Komisch. Egal. Oh, hier ist auch noch eine Menge los. Ich glaube, die spekulieren echt, dass ich ja ohne. Boah, Alter, mit dem Hamster, ich wäre hier schon 100-mal verreckt. So anspruchsvoll, wie es hier gerade war. Warte, da ist doch Feuerfähigkeit, die will ich. So, hochfliegen. Hochfliegen, hochfliegen, hochfliegen. Autsch. Egal. Ach fuck, mein Feuer ist ja gar nicht mehr da. Egal. Nicht so schlimm. Oh yeah, Maxi-Tomate. Und hier ist das Ziel. Komm, gib mir alles. Gib mir. Okay, das war schwach. Leider nicht so gut. Gut, das war Level 1. Und jetzt geht's in Level 2. So, Straßenfeger, Pinguin. Oh, jetzt habe ich keine Fähigkeit von dem. Gibt's noch mehr? Oh, da ist noch einer. Ach, ich kann das damit wegmachen. Ist ja geil. Ein Leben gleich. Das ist cool. Bam. So, einfach alles weg. Eisen, Frosten, was auch immer. Bam. Kirby hat's drauf. Kirby ist cool. So, Geheimtür. Wobei, was heißt hier geheim? Das ist die einzige, wo ich rein kann. Oh, das will ich. Nein, das will ich. So. Alles haben davon. Oh, ein Leben. Und noch ein Leben. Krass. Das finde ich gut. Einfach mal so ein paar Leben jagen und sammeln. Vor allem, was ist das eigentlich für eine Art Boden? Das sieht irgendwie komisch aus, so gestreift. So, wen haben wir denn hier drin? Au. Au! Ich kann den ja gar nicht befreien. Was ist denn das? Wenn ich jetzt so hier lang fliege und dann. Na, es klappt irgendwie nicht. Weil guck mal, ach egal. Irgendwie wollte das nicht so, wie ich wollte. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen konnte. No, ich kann hier nicht durch. Ich will dieses komische Teil haben, was da ist. Und ich weiß nicht mal, was es ist. Es ist so ärgerlich.
und Ziel. Aber ich bin sehr unzufrieden mit diesem Ziel. Das war irgendwie voll das blöde Level. Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich hier tun soll. Na gut, Level 3. So, Kirby trabt hier lang. Ein Wandel, die verfolgt mich, aber er wird abgehängt. Und nochmal die gleiche Situation. Ich hab jetzt einfach nur stur den Rechtsknopf gedrückt. Oh, fuck. Ja, und da kriegt er mich, die Dumme. So, okay, der macht seine Elektroattacken und ich schlag einfach mit Eis zurück. So, ab ins Wasser. Darin kann ich zum Glück immer noch alles einfrieren. Auch wenn es mal wieder viel schwächer geworden ist unter Wasser. Wenn alle meine Attacken unter Wasser schwächer? Oh, ne, gibt das wieder her. Stopp. Oh, fuck. Raus hier. So. So, oh, wie die mir den Weg versperren. Ich gehe einfach... Ah, ja, das kann ich nicht mehr nehmen. Elektro? Wieso nicht? So. Ich werde weggehauen. Warte, was war denn das da oben? Da war auch irgendwas. Ich halt einfach den Knopf gedrückt, dann passiert mir noch nichts. So, jetzt geht's hier hoch. Da will ich rein. Nein, meine Fähigkeit, ich brauche die doch noch. Scheiße, jetzt bin ich am Arsch. No. Okay, das können mich auch noch retten. Ach so, jetzt habe ich glaube ich etwa verstanden, wie es geht. Ich muss jetzt also immer hier den ganzen Weg durch, so eine Spirale sozusagen. Mir immer den Weg hier nach vorne durchbahnen. So etwa. Cool, das ist gut gemacht. So, jetzt sage ich mal nur noch hier. Ich würd, ja, ich habe ihn besiegt. Cool. Ich weiß nicht mal. Einfach mit dem Schirm besiegt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Boah, wie gemein. Boah, wie gemein. Fliege ich da fast direkt schon auf den Gegner drauf. Ach, haut doch alle ab. Bam. Ich habe nur ein Stück Leben noch. Also ein Herzbalken. Obwohl, Herz ist das ja nicht. Einfach nur einen Balken noch übrig. Auf den muss ich jetzt übelst gut aufpassen. Okay. Warte, bei den anderen beiden sind Sachen drin. Die will ich aber. Ich will die Sterne. Zumindest einen wenigstens so. Ach so, ja, okay. Das sind auch Sackgassen. Egal, einer reicht mir jetzt erstmal. Was sind das denn für Viecher? Scheiße, die versperren mir den Weg. Was sind das? Ey, die versperren mir echt den Weg. Was soll denn das? Okay, wisst ihr was? Ich scheiß jetzt drauf. So, weg damit. Oh, fuck. Ich wollte den Stein haben. Krieg aber trotzdem meine alte Fähigkeit wieder. Weil ich beides eingesaugt habe. Aber der Stein ist wieder da. Neue Chance. Komm, Mr. Stein. So. Eignet sich für die Situation, denke ich mal, ein bisschen besser. Und BAM! Und ich scheiß auf jeden von euch. Ich geh jetzt einfach durch. So. Oh, fuck. Ja. Das war blöd, ich noch einen Pixel zu weit entfernt war, um da runter zu knallen. Und dann, es ist ja nicht so, als ob ich das bin, der dann loslässt, damit ich kein Stein mehr bin. Sondern es passiert irgendwann von alleine einfach. Na toll. So, komm. Durch, 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 yeah. Mach alles fertig. Ich bin der Beste. Okay. Und hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und da ist das Ziel. Natürlich in meinem letzten Raum muss ich sterben. Aber gut, ich habe 12 Leben übrig. So schlimm ist das schon gar nicht. Oh yeah. Alles klar. Und ins nächste. Bam. Scheiße, hab nur einen erwischt. Ja, und dafür gibt es erstmal gleich Klatsche. Ja, ich will diesen Stein nicht mehr haben. Der bringt mir nur Ärger. Da ist bestimmt eine Geheimtür, ne? Ist nicht? Okay. Ich auch nicht so. Ach, ich kann die gar nicht einsaugen. Ich mach ich. Oh Gott. Okay, es sind echt anspruchsvolle Viecher, was auch immer die darstellen sollen. Kann ich halt echt immer nur so fertig machen. Oh, immer diese Aale, oder was hat das sein soll? Die da rausgehüpft kommen. Oh,
Oh yeah. Oh fuck. Ach, voll erwischt. Warte, nee. Ich dachte, man kann weiter. Oh nö. Ah nee, ist das nicht der, der eigentlich voll leicht war? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann ja so einen machen. Okay, es ist nervig. Warum ist Gold ist hoch? Es ist nervig. Stört einfach nur. Und bam, noch einmal. Na, ich bin hier. Und zack, tot. Und eingesaugt, noch gleich eine Stachelform. Und du schon wieder. Ah, oh, ich mag den doch nicht. Nicht mehr. Oh fuck. Oh fuck, was? Ich muss ja voll schnell hochsprinten, aber hier sind überall Stacheln. Wie soll ich den allen ausweichen? Nein. Okay, rein hier. Was war das denn? Nein, es geht noch weiter. Unter Wasser diesmal. Oh, nö. Okay, immer schön mittig bleiben. Scheiße, ich hab's verhauen. Boah. Boah. Zum Glück. Okay, zum Glück kriege ich ja noch Zusatzleben. Also wenn der stirbt, bin ich ja noch da. Okay, das ist entspannender, weil da habe ich keinen Zeitdruck. Nee, ich will... Ich will die Igel- oder Feuerform haben. Ich kann die... Ach, ich kann die gar nicht einsaugen, weil ich muss ja auf dem Boden dafür sein. Ja, okay, dann kann man das vergessen. Leben, ja. Yeah. One up, nehme ich immer gerne. Was? Wieso habe ich keinen Schaden davon genommen von dem? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Raus hier, ich will ja nur raus. Okay. Da lang. Da ist sicher, da sind Sterne. Jetzt hier so. Oh, da ist die Maxi-Tomate, aber die kriege ich nicht mehr, ne? Mann, ich habe die auch voll berührt eigentlich. Was, das sind sogar Leben, was ist das denn? Wie soll ich mir die denn holen? Was? Und hier oben erst hört's auf. Okay, hier ist zumindest noch so ein kleiner Trank. Für einen kleinen Trostpreis sozusagen. Komm, irgendwas. Nein! Genau jetzt, wo ich noch ein bisschen mehr Leben brauche. Verhau ich das natürlich mal wieder wie eh und je. Na gut. Rein da. Ach du Scheiße. Okay, die Level werden immer verrückter. Wie soll ich dem denn ausweichen, wenn ich doch... Okay, es ist Wahnsinn. Okay, einfach mal durch hier. Man muss immer bedenken, dass ich nicht fliegen kann, sonst würde ich einfach bei den ganzen Müll rüberhüpfen. Oh fuck. Ja, das werde ich mit ihm wahrscheinlich nicht so überleben. Ja. Ja, mit diesem Viech, Alter, das ist das größte Müllviech. Scheiß Hamster. In den ersten Welten noch ganz nett, aber hier. Erschwert, also er erschwert es einfach. Es soll ein Power-Up sein, aber es ist einfach nur ein Nachteil. So ohne ist das schon viel einfacher und das merke ich auch. So, ich bin ein Igel, yeah. Und Igel und... Kommen da oben noch mehr Igel? Ne, Stein. Brauche ich Stein? Ich behalte Igel. So, Elektro. Also Elektro und Igel sind ja schon ziemlich ähnlich. An sich haben sie eigentlich die gleiche Auswirkung. Ich bleibe stehen und gehe in eine defensive Form über. Andererseits hält, glaube ich, Elektro ewig. Na toll, ich will Elektro, um es mal nachzuprüfen. Elektro kann man ewig, aber Igel löst sich nach einer Zeit einfach, also wird einfach rückgängig gemacht nach einer Zeit. Vor allem sind bestimmt eh nur eiskalt normale Stacheln und ich sag immer Igel dazu, aber ich finde das gut. So gehört sich das. Aus Prinzip muss ich das schon machen. So, sterbt alle. Und dann durch hier. So, hätte ich mit einem Hamster nie im Leben gepackt. Ah, fuck. Ich werde zurückgestoßen. Warte mal, ich werde hier voll zurückgestoßen. Wie mache ich denn das dann? Also einfach möglichst am Boden bleiben, oder? Gib mir das. So. Und sobald ich zu hoch springe, weil niedrige Sprünge gehen, hohe Sprünge wehen mich zurück. So, einfach... Nein, nein. Ich muss das echt präzise machen, Mann. Das ist nicht präzise. Okay, die Störung ist aber auch nicht wirklich tolerant und präzise, was das betrifft. Oh, jetzt ist recht nicht. Ich gehe einfach unten lang. Sowas ist auch einfacher. So, yeah. Oh, fuck. Okay, okay, okay. Durch. No. Okay, kein Igel mehr für mich. Nein, nein, ich will den auch nicht einsaugen. Mein Gott, davon stirbt man.
So. Alles klar. Also, die Level-Ideen, die werden immer verschiedener und verrückter. Ich nehme mal Tür 4. Tür 4, davon habe ich... Oh, bestimmt voll gut eigentlich. Okay, dann nochmal Tür 4. Okay, da kommt leider nicht nochmal was. Dann nehmen wir Tür 5. Oh, fuck. Was? Warte mal. Ja, okay, so besiege ich dich. Ich kann dir ja nicht einsorgen. Ich wüsste ja nicht, wie sonst. Tür 3. Ach Gott. Ohne Fähigkeit kann man gar nicht. Ja. Ich muss einmal Schaden nehmen und dann alles schnell töten. Okay, zweimal Schaden nehmen. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst mache. Zweite Tür. Ach, das ist schon besser. Auch sogar mit Ziel diesmal. Wenigstens wäre ich noch einmal richtig voll geheilt. So. Das ist einfach nur fair. Und, achso, sechstes Level. Ich wollte schon gerade wieder erzählen, da ich so voll jetzt dick zum Boss kann. Kann ich aber nicht, denn ein Level kommt noch.